Entschuldigt, das ist ja eine Insel. Wir sind jetzt endlich angekommen. Man sieht jetzt hier noch nicht viel, aber ihr werdet das alles noch mitkriegen. Exklusiv dabei. Jetzt sind wir erstmal in unserem Apartment angekommen. Und das müssen wir natürlich einmal dokumentieren. Roomtour. Ne? Balkon. Ne? Hier alle schon da. Ich werde gleich hier mal Hard Action Bodyboard machen. Und hier ist Wohnzimmer, Küche, Fernseher. Hier wird ordentlich gegessen. Bisschen gearbeitet wird auch immer. Ne? Für euch natürlich. Die Küche seht ihr ja alles da, was man so braucht. Ist das Schlafzimmer aufgeräumt? Naja. Shoe Selection wie immer. Das Bad klein, aber fein. Alles da, was man braucht. Anabolisches Licht. Also ich als Experte für anabolisches Licht, da müssen die hier noch dran arbeiten. So. Wäsche machen wir auch schon. Erster Morgen schon Wäsche gemacht. Wir waren auch schon im Gym, weil wir um 3 Uhr nachts schon wieder wach waren. Um 2. Ja, das ist eigentlich die Bude so, im Großen und Ganzen. Alles da, was man braucht. Bert hat auch den Schlaftest, Gemütlichkeitstest bestanden. Und da waren wir natürlich gestern schon einkaufen und haben die Kamera nicht mitgenommen, weil wir einfach tot und alle waren. Aber ich zeige euch mal, was wir für... Na, ihr dürft mal wieder raten. So. Ich zeige euch mal einmal, was wir gekauft haben, so roundabout. Also zuallererst, ganz wichtig, mein geliebtes Froyo Ben & Jerry's. Julia wollte es jetzt auch mal probieren. Chocolate Fudge Brownie und einmal Half-Baked. Beide schmecken aus meiner Sicht fast genauso wie die Originale und haben die Hälfte der Kalorien. Ich kann es ja mal beispielshalber kurz sagen. Hier hat pro Serving 180 Kalorien, 2,5 Fett, 35 Carbs, 5 Protein. Das nehmt ihr mal 4 und dann habt ihr die Calories für einen ganzen Pint. Also 180 mal 4. Sind, keine Ahnung, nicht mal 800, 700 schießt mich tot. Also kann man durchaus in die Macros fitten, was ich hier auch sehr oft tun werde. Dann haben wir gekauft koschere Dillgurken, angegeben mit 0 Calories. Das ist in Amerika so als Tipp, in Amerika so ein kleiner Fake. Sobald das unter so eine gewisse Grammmenge fällt, dürfen sie es mit 0 angeben. Ist nicht ganz 0, aber... So, die Micros müssen natürlich auch sein. Blaubeeren, 7 Dollar die Packung. 7,99, oder? 8 Dollar, also fast 8 Euro dann. Ne? Also ein bisschen weniger jetzt. So, was haben wir noch? Milch, 2% Fettmilch, weil wir die Pancakes immer machen. Dann Fehlkauf, Hershey Syrup Sugar Free. Also wer die Pancake, die
Schokosoße von Warden Farms kennt. Genauso Chemo schmeckt das auch. Auch 6 Dollar. Nee. War jetzt nichts, was gut war. Der arme Pfannkuchen, der damit besträufelt wurde. Sugar-free Maple Flavor. Der war low geil. Calorie, also ihr habt auf 60 ml gerade mal 15 Kalorien, 6 Gramm Carbs. Und da kann man echt nichts zu sagen. So, was haben wir noch? Natürlich 7-Up Diet, mein Lieblingsgetränk. Root Beer Diet. Was ist das nochmal auf Deutsch? Root Beer ist... So, Bietermalz-mäßig, Bietermalz, oder? Genau. Natürlich dürfen meine Monsters nicht fehlen. Habe ich mal eine große Selection gekauft. Der weiße, mein Lieblings, wie gesagt. Eier dürfen nicht fehlen. Ne? Mehr als 18 Eier. Die waren jetzt gar nicht so teuer. Aufschnitt, Smoked Turkey Breast, sind, glaube ich, drin 200 Gramm, 227, das ganze Ding kostet auch 6 Dollar. Und das war noch die günstige Variante von Safeway. Wenn ihr da die normalen nehmt, dann seid ihr bei 8 Dollar. Dann Greek Joghurt, ohne Fett, richtig geile Konsistenz, den gibt es bei uns, glaube ich, auch, aber hier liebe ich den, weil man den so richtig schön noch mit Flavor Drops oder so machen kann, wenn man mal Protein braucht. Erdbeeren, hier, auch 7-8 Dollar die Packung, sportlich. Mit 2 schlechten drin. Laughing Cow, kann ja mal jemand schreiben, ob es die in Deutschland auch gibt. Wir haben uns schon gefragt, irgendwie kam uns die Kuh so bekannt vor, das ist so Schmierkäse in der Light-Variante. Hat eins und Dry Egg, 35 Kalorien, 1,5 Fats, 2 Protein, 1 Gramm Carbs. So zum Brot aufstreichen, richtig geil, haben wir auch nochmal in der Variante Spicy Pepper Jack. Schon aufgerissen, der schmeckt noch besser. Dann die Danone Greek Joghurt Varianten, 80 Kalorien in der Variante Toasted Coconut Vanilla. Schmeckt uns am besten. Haben wir gleich einen Viererpack genommen. Und dann zeige ich hier unten nochmal die Aspartam-Schublade. Julia Sobe Water. Strawberry Kiwi. Ich habe Powerade Zero. Habe ich mal so in Ehren an Max Chewing. Ja, alle YouTuber, die amerikanische, alle Leute, die YouTube im amerikanischen Channel watchen, der trinkt das gerne. 2 Varianten. Mal gucken, ich werde mal berichten. Und natürlich hier, kannst du mal rauf filmen, alle Monster-Varianten und einmal Rockstar. Was ist das? Cherry Citrus, der ist auch geil. Das ist der einzige Rockstar, der mit den, Du hast das Hobby falsch hingestellt. Der mit den Monsters mithalten kann. Läuft, ist drin. So, Pam Spray quasi von Safeway. Günstiger als Pam Spray. Dann Jello Sugar Free, da kann man so Pudding mit anmixen. In der Cheesecake Variante. Das werde ich auch mal nutzen, um diesen Greek Yogurt zu machen. Unsere geliebten Cheddar Rice Cakes von Quaker Oats. Geiler Geschmack. Brot können wir empfehlen. Cinnamon Raisin Bread. Da sind so schön Rosinen und Zimtgeschmack. Ein so ein Slice hat nur 60 Kalorien bei 12 Gramm Carbs. Ist jetzt kein Riesenstück Brot, aber schmeckt richtig gut getoastet. Die Quaker Oats Pop Rice Krispies hatten wir auch schon auf dem Flug. Jetzt haben wir die Caramel Corn Variante. Das ist die beste, weil sie weniger Fett hat. Es gibt von diesen Pop-Dingern auch welche, die haben 10 Gramm Fett pro Serving. Also da muss man immer drauf achten. Was haben wir noch? Natürlich hier Sweet and Low. Aspartam. Noch mehr Aspartam. Crystal Lights. Beste Geschmack Raspberry Lemonade. Richtig nice. Haben wir irgendwas vergessen? Ach so, ja klar. Hier. Jasminreis. Fragrant Thai White Rice. Oder ist das Pregnant? Was? Fragrant, keine Pregnant. Ahnung. Pregnant. Ja. Für die Mikrowelle, wenn man mal schnell die Gains saven will.
Auch das, ich glaube, wenn man diese Onkel Bens Packung hier kauft, kostet eine 4 Dollar. Finde ich auch recht teuer. Und das ist jetzt ein Doppelpack, das war das günstigste. Das ist bei uns 1,79. Ja. Ich glaube, das war's erstmal, ne? Haben wir noch was vergessen? Deinen neuen Becher? Dann habe ich mir noch einen neuen Becher gekauft hier. Wer den Online-Coach bei YouTube verfolgt, dem wird dieser Becher bekannt vorkommen. Mir ist natürlich gleich ins Auge gefallen, weil ich den Channel richtig geil finde. Das Geile ist, aber dreh mal, guck mal, ob man das erkennt. Und die Special Edition hier ist da so ein Hawaii-Muster drauf. Ja. Sieht man das? Ja, sieht man. Ne, diese, das ist halt bei Starbucks geil, die machen das wie im Hard Rock Café, dass sie halt Signature Editions machen. Und jetzt habe ich meine Starbucks Bottle und die ist so richtig fest und kann hier zudrehen und machen und tun richtig top. 15 Dollar hat Julia mir dann geschenkt. Ja, vielen Dank. Bitteschön. Bitteschön. Ich glaube, das war es eigentlich erstmal. Ne? Kaffee haben wir noch gekauft heute. Original hawaiianischer Kaffee. Hat auch den Test gleich bestanden. Jo. Sehr lecker. Mhm. Hawaii soll ja für seinen Kaffee bekannt sein. Wir werden mal einen Kaffee suchen, wo wir so richtig hawaiianischen Kaffee. Maui-Coffee gab es hier. Maui-Coffee. Da werden wir mal hingehen. Jetzt haben wir aber alles, oder? Ja. Wenn wir was vergessen haben, keine Ahnung. Und ihr dürft jetzt mal in die Kommentare schreiben, wieder, was ihr glaubt, was dieser Einkauf gekostet hat. Ich bin mal gespannt. Also ich sage nur so viel dazu, Maui ist noch teurer als Kalifornien, LA. Und das ist schon teuer. Ah, Freunde, seht ihr meine Chicken Legs in der Sonne? Jetzt zeige ich euch mal meinen Ausblick. Das ist jetzt wirklich nur 3 Minuten von unserer Wohnung entfernt. Das ist jetzt, glaube ich, noch nicht mal der geilste Strand hier, nicht mal annähernd. Junge Dame, brauchen Sie eine Mitfahrgelegenheit? In so einem geilen Schlitten? Ja. Nee, lass mal. Ja, der Escalade ist es geworden, würde ich sagen, ne? Geile Kiste. Mega fully equipped hier mit 1000 Zusatz-Specials und so weiter und so fort. Ja. Und ich wollte mal sagen, Monster haben wir auch immer am Start. Blue Edition. Was sagst du zu der Karre? Wir sind ja schon damit gefahren heute den ganzen Tag. Ja, kann man geil drin sitzen. Richtig geiles Gerät. Kann man sich hier mal gönnen, ne? Auch vom Benzin her. Kannst ja einmal rumfüllen. Wo ist die Lamborghini Doors? Stark einpuppeln. Wenn du mich reinlässt. Lass da nur hübsche Frauen einsteigen. Sonst habe ich das halt immer auf Safety gemacht. Ne? Wo fahren wir jetzt hin? Panda! Ab zu Panda, die Macro saven. Powerhouse Gym. Nein, wir haben schon ein Gym. Das zeigen wir euch morgen. Das Hardcore heißt das. Nee, Quatsch. Nein. Das ist Gym Maui. Ja. Das zeigen wir euch morgen. Jetzt geht's. Hardcore Gym war in Naples. Jetzt geht's erstmal zu Panda. Der kleine Panda. Teriyaki Chicken essen. Der traurige Panda. Der sieht immer so traurig aus, weil der immer. Keine Ahnung. Der muss immer Orange Chicken anbraten den ganzen Tag. Da war der Panda aber mal wieder gut. Teriyaki Chicken. Die Grilled Veggies und White Rice und Chicken Soße on the side. Und ich kann euch auch genau sagen, wie viele Macros das hat, weil das kann man auf der
Panda-Seite genau eingeben. Bisschen blau hier, ne? Panda! Panda! Was gibt's bei dir? Orange Chicken und Teriyaki Chicken und Steamed Fried Rice. Also mein Meal hat genau, kurz die Makros sagen, ich glaube es sind 825 Calories, 26 Gramm Fett, 66 Gramm Carbs und 77 Gramm Eiweiß. Alles so Pi mal Daumen, ne? Also es kommt auch immer darauf an, wie viel die da rauf machen. So. Jetzt nicht nur der Panda traurig, sondern auch der Ani. Boah, hier ist man nirgendwo wieder, ne? Selbst im Einkauf. Seid ihr auch mit drin? Explosiv? Nein. Spaß beiseite, wir waren schon wieder shoppen. Wir waren ja gestern erst und haben eine Riesenmenge eingekauft. Habt ihr ja eben, glaube ich, schon gesehen. Mal sehen, ob ich es im gleichen Video mache. Aber jetzt seid ihr explosiv sofort dabei. Die Fat-Free Käse-Dinger von Kraft haben wir leider hier noch nicht gefunden, aber 2% auch völlig in Ordnung. Also eine Scheibe hat 2,5 Gramm Fett nur und 4 Gramm Protein, 2 Gramm Carbs, das heißt 45 Kalorien nur eine Scheibe. Und die Swiss-Variante, also der helle Käse, hatten wir noch gar nicht. Bin ich gespannt. Dann haben wir von den Laughing Cow Cream Cheeses noch eine geilere Variante gefunden, als wir schon haben, nämlich White Cheddar. Auch ein so ein Ding, 35 Kalorien. Pastrami. Ich liebe Pastrami. Und normalerweise ist Pastrami recht fettig. Ich habe jetzt hier eine Edition gefunden, 95% fat-free. Die Amerikaner geben das immer an, in wie viel Prozent das fettfrei ist. Ja? Und da hat ein Serving, sind 56 Gramm, gerade mal 2,5 Gramm Fett. 10 Gramm Protein. Super für die Buletten oder Burger oder was auch immer. Gleich zweimal gekauft. Und dann noch Italian Herb Style Turkey Breast. Auch so ein ganzes Ding kostet, ich glaube auch 6 Dollar. Geht sogar noch. Dann Smuckers Low Sugar. Hälfte der Kalorien. Erdbeermarmelade. Hälfte der Kalorien heißt pro 17 Gramm 6 Gramm Carbs. Gibt's auch mit gar keinem Zucker, ne? Aber die hat mir nicht geschmeckt. Nee, schmeckt nicht. Also dann lieber richtig ein bisschen Zucker nehmen, dann schmeckt's auch. Gibt's auch in der Stevia-Variante, aber das schmeckt am besten für die Kalorien, die man kriegt. Oder die Macro. Ist das? Nicht so spannend. Waschmittel Aloha Surf. Ja, wir waschen auch. So, unser Cinnamon Raisin Bread ist schon fast leer, deswegen haben wir mal ein richtig klassisches Weißbrot gekauft. Dieses Fluffy. In Amerika gibt es kein richtig festes Brot. Also alle Leute, die gerne richtig Brot essen, die werden es hier schwer haben. Aber das sind jetzt so richtig große Slices oder Scheiben. Und eine Scheibe hat gerade mal 60 Kalorien, das heißt nur 12 Gramm Carbs, 2 Gramm Protein. Fresh baked in Hawaii, also regionales Brot. Und ja, es ist Weißbrot. Dann Julia Sobe Water, habt ihr auch schon im Einkauf vorher gesehen. Und wir waren jetzt im Foodland und es gibt immer so eine kleine, so eine Membership-Karten. Und da kann man richtig sparen. Das heißt, was kostet ein so ein Water normal? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall stand da gespart 6,97 Dollar. Ja. Es gab 4 für 5 Dollar. 4 für 5 Dollar. Normalerweise kostet eine Flasche auch 2,50. Also 1 Dollar sonst. Ja, ist ungefähr. So, dann habe ich mir jetzt doch nochmal die Almond Milk, Unsweetened Almond Milk gekauft. Hat gerade mal 30 Kalorien pro Serving und ein Serving sind 240 Milliliter. Also richtig geile Werte. Ja. No sugar added. Als wenn ich darauf was geben würde. Und dann haben wir noch Mayonnaise, Low Fat. Von Kraft gibt es die auch in No Fat. Also Low Fat heißt hier auf 15 Gramm, 1 Gramm Fett, 2 Gramm Carbs. Also eigentlich ist das auch so gut wie nichts. Für Mayonnaise? Für Mayonnaise.
Die Kraftvariante hat sogar gut geschmeckt. Ob die hier von Best Food auch gut schmeckt, werden wir testen und das nachreichen, ob es schmeckt. Ja, das war's.